Mein Name ist Nadja Giebel. Wir haben Buttonme am 1. April 2017 gegründet als UG und sind somit ein Jahr und 2 Monate alt. Der Inhalt, den erzähle ich gleich noch, unseres Geschäftes. Wir sind jetzt Anfang des Jahres also richtig an den Markt gegangen. Das heißt, unser Produkt ist marktfit gewesen im Januar 2018. Also, wir sind auf das Produkt von Buttonme wie folgt gekommen. Und zwar im Jahre 2016 haben wir den Dash-Button von Amazon in den USA wahrgenommen und haben uns das Teil einfach mal bestellt aus Neugierde hier nach Deutschland. Gab es hier zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und letztendlich, was man hier bei Buttonme sieht, ist eigentlich auch der Dash-Button, nur dass wir ihn jetzt ganz anders verwendet haben, ihn quasi missbraucht haben für unsere Zwecke. Dash-Button, kurz als Info, wird in den USA genutzt für den Verkauf von Dingen. Heißt, man hat so einen Dash-Button zum Beispiel an der Waschmaschine, an der Kaffeemaschine, wie auch immer. Und entsprechend produktbezogen, wenn Sie dann drücken auf diesen Knopf, wird das also der Stoff nachgeliefert. In diesem Fall Waschmittel Persil oder Kaffeebohnen, wenn der an der Kaffeemaschine hängt und so weiter. Amazon hat darüber natürlich eine höhere Kaufbindung und nutzt ihn für diese Zwecke. Ja, auf jeden Fall haben wir diese Technik in der Hardware verwendet und haben daraus aber unsere Idee gemacht, nämlich damit individuelle Nachrichten zu versenden. Das heißt, per Knopfdruck wird eine Nachricht, die hinterlegt ist, einfach auf das Smartphone der Empfänger gesendet. Das kann zum Beispiel, wie in unserem Fall, sein alleinlebender älterer Mensch, der zu Hause noch in den eigenen 4 Wänden wohnt. Zu einem verabredeten Zeitpunkt, zum Beispiel jeden Morgen, drückt derjenige auf den Knopf und die Angehörigen erhalten dann automatisch eine Nachricht, mir geht's gut. Und diese Nachrichtentexte können individuell hinterlegt werden. Dazu nutzen wir eine Technik, und das ist eigentlich dieser grundlegende Ansatz, dass wir hier ein Eingabegerät haben, also sprich diesen Taster. Dann wird das Ganze in einem Rechenzentrum durch mehrere Skriptschritte, auch IoT-Dienste verarbeitet und kommt letztendlich hier auf dem Smartphone wieder raus als Endnachricht. Was darüber transportiert wird, ist eigentlich komplett individuell. Das heißt, da ist auch der grundlegende Ansatz, wir haben einen IoT-Dienst hier und wir haben ein Empfangsmedium hier. Und dazwischen passieren verschiedene Abläufe, die skalierbar sind, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Und damit kommen wir halt in sehr interessante Anwendungsbereiche hinein. Was mir an Buttonme besonders gefällt, ist eigentlich die vielfältige Kreationsmöglichkeit. Es gibt so viele Anwendungsfälle zum einen, aber natürlich auch Ausbaumöglichkeiten dieser Lösung. Also momentan haben wir einen Knopf, da drückt man drauf und es passiert was. Aber wir arbeiten ja schon an den nächsten Ideen. Wir haben hier Schalter im Test, wo man dann 2 verschiedene Tasten für verschiedene Nachrichten hätte. Wir haben E-Paper dabei, da kann man auch eine Rückkopplung irgendwo hinterlegen. Man kann halt Statusmeldungen abfragen und so weiter. Also das sind alles so ausbaufähige Dinge, wie zum Beispiel auch, dass wir statt eines Tasters eine ganz andere Lösung hätten, dass wir einen kleinen Schalter an der Kaffeemaschine dran haben und in dem Moment, wo morgens die Kaffeemaschine angestellt wird, wird auch über unseren Dienst, über das, was ja alles schon da ist, einfach die Nachricht aufs Smartphone geschickt, ey, Papa hat die Kaffeemaschine angestellt. Das ist eigentlich genau dasselbe Prinzip, selbe Architekturverwendung, nur ein anderer Sensor dazwischen. Das kann ein Bewegungssensor sein, das kann ein wie auch immer geartetes auslösendes Gerät sein. Und das macht eigentlich die Flexibilität aus. Was spannend an der Sache ist, dass man mit mittlerweile Bausteinen, die am Markt verfügbar sind, neue Dinge schaffen kann, indem man die zusammenstöpselt, zusammensteckt und eine neue Logik oben drüber legt und dadurch neue Dinge schafft, die früher so nicht möglich waren, dadurch, dass es heute eben Cloud-Rechenzentren gibt, in denen Rechenleistung abrufbar ist. Offene Standards existieren, mit denen man mit Mikrocontrollern etc. über offene Protokolle kommunizieren kann und diese Dinge dann somit einfacher in Verbindung setzen kann, als das vor, sagen wir mal, 10, 20 Jahren der Fall war und das Ganze auch noch mittlerweile in einem preislich interessanten Bereich liegt.
aus dem man dann Lösungen bauen kann. Also im Rahmen der Entwicklung gab es mehrere Probleme. Das eine ist, auf welcher Plattform wird das Ganze abgebildet, sodass das skalierbar ist, falls das größer und größer und größer wird, dass man nicht von vorne anfangen muss und neu entwickeln muss, sondern dass es eine entsprechende Backend-Lösung gibt, die in größere Bereiche reingehen kann und eben auch Pay-as-you-go von den Kosten her wachsen kann, wenn das dann der Fall ist. Das andere war, wo bekommen wir eigentlich das Eingabegerät her? Nämlich in diesem Fall war es der Amazon-Button, der zu seiner Zeit in Europa nicht verfügbar war. Wir haben dann mit Eigenentwicklung gearbeitet, mit Microcontrollern in erster Linie, die diese Dinge gemacht haben. Sind dort dann aber relativ schnell an Grenzen gestoßen, da zwar die Technik wunderbar funktioniert, aber profane Dinge wie Gehäuse ein Problem darstellen, da das ein großer Kostenfaktor ist und man dann gleich über Stückzahlen von mehreren 10.000 redet. Und für ein Startup war das dann noch ein bisschen groß für den Anfang. Das waren so Dinge, da mussten wir den richtigen Weg abpassen, wo entwickeln wir weiter, in welcher Richtung. Wir haben das dann parallel gemacht und mittlerweile ist Amazon auch in dem deutschen Markt verfügbar und wir haben eine Partnerschaft mit Amazon für das Thema eingegangen und verfolgen dieses als momentan als ersten Eingabe-Button für Button.me. Parallel entwickeln wir halt die andere Lösung auch noch weiter, die Mikrocontroller-basiert ist und wo wir dann das Problem mit dem Gehäuse noch lösen müssen. Ja, wir stellen uns dem Vergleich am Markt mit den Notrufsystemen verglichen zu werden, was wir definitiv ja so nicht sind, weil wir positive Nachrichten per Knopfdruck vermitteln. Und viele Kunden müssen jetzt erstmal schauen, was das eigentlich soll, also was wir eigentlich machen. Und von daher ist es da noch ein bisschen schwierig, dem Kunden zu vermitteln, dass halt genau das Gegenteil des Notrufsystems bei uns durch Button.me erworben werden kann. Die ganze Logik dieses Prozesses liegt in einem Backend, in einer cloudbasierten Lösung letztendlich, gehostet in europäischen Rechenzentren. Der eigentliche Versand der Nachricht generiert nur eine Kennung. Diese Kennung ist mehr oder minder nichtssagend, wird Ende zu Ende verschlüsselt, übertragen in die entsprechenden Backend-Systeme. Wir haben Zertifikate, die ganze Kommunikation entsprechend nochmal absichern. Das geht sowohl eingehend als auch ausgehend. Die Kommunikation der Smartphones mit dem entsprechenden Backend passiert über Microservices ebenfalls abgesichert Ende zu Ende mit Zertifikaten an der Stelle. Somit sicher gegen Einbruchsversuche. Das ganze Backend wird betrieben von großen kommerziellen Dienstleister, der sich eben auf diese Dinge spezialisiert hat. Ich denke, wichtig noch zu erwähnen ist, dass wir neben den reinen operativen Produktionsdingen, die letztendlich den Versand der Nachrichten generieren, die Trennung von den kommerziellen Daten in einer anderen Cloud-Lösung von einem anderen Anbieter haben. Selbst für den Fall, dass über einen Einbruch in das Produktionssystem Dinge ergattert werden könnten, gibt es dann noch nicht den Zugriff auf die entsprechenden kommerziellen Daten wie Bankverbindungen etc., die dort hinterlegt sind. Das sind zwei komplett getrennte Welten. Also die Plattform generell ist sehr flexibel, die Core-Plattform bildet eigentlich die gesamte Logik ab und wir haben mit dem Button als ersten Element angefangen, eine reale Lösung zu bauen, also weg von der eigentlichen Idee in die Realisierung rein, um zu zeigen, dass man mit diesem Ding wirklich was machen kann und dass man durch einen simplen Knopfdruck letztendlich Aktionen auslösen kann. In unserem Fall sind das Nachrichtenversendungen, E-Mail oder eben auch Push-Notifications auf eine App hinein. Nichtsdestotrotz können über die gleichen APIs andere Backend-Systeme angebunden werden und da wird es dann interessant für andere Partner, mit denen man zusammenarbeiten kann, die sowohl auf der Eingangsseite einen Button haben möchten oder eben auch andere Sensoren, die man dort über diesen Weg einstellen kann, der dann entsprechend versendet wird über die Backend-Systeme. Ja, so haben wir jetzt zum Beispiel von Kundenseite aus einen Piloten am Laufen. Da wird derzeit dieser Button eingesetzt in Arztpraxen, um dann einfach dem Personal die Möglichkeit zu geben, hier haben wir eine Störung. Per Knopfdruck dem EDV-Dienstleister zu sagen, der Drucker spinnt oder wie auch immer, was dahinter steckt, sodass die von der EDV-Dienstleistung aus sofort wissen, da ist ein Problem in der Arztpraxis Professor Müller und können sich entweder remote aufschalten oder eben entsprechend dort anrufen.
Des Weiteren im Bereich Logistik, größerer Anbieter aus Deutschland, der koppeln möchte diese Lösung mit der Logistik-Software, die angeboten wird. Und zwar dann an Stationen, wo Verpackung fehlt oder wo Füllmaterial für ganz bestimmte Motoren nicht vorhanden sind. Dass einfach diese einfache Lösung individuell pro Prozess jeweils bestückt werden kann. Also das sind sehr spannende Projekte, die sich da auftun, und da ist eigentlich auch so die Sinnfälligkeit der Button-Me-Lösung.